Hallo, ich bin Scott von Craig. Heute habe ich einige Tipps zur Verwendung von Taschenlochschrauben in Taschenlochverbindungen. Der erste häufige Fehler, den ich beobachte, ist die Verwendung eines Schlagschraubers zum Eintreiben von Taschenlochschrauben. Das Problem dabei ist, dass dies dazu führen kann, dass die Taschenlochschrauben zu stark in das Werkstück eingedreht werden. Die meisten Bohrmaschinen haben eine sogenannte Kupplungseinstellung. Diese schaltet den Antrieb aus, wenn der Bohrer auf einen gewissen Widerstand stößt. Eine hohe Kupplungseinstellung hält den Bohrer an, wenn er auf einen ziemlich großen Widerstand stößt, während eine niedrigere Einstellung den Bohrer anhält, wenn er auf einen viel geringeren Widerstand stößt. Für Taschenbohrungen empfehle ich eine niedrigere Einstellung, damit der Bohrer die Schraube nicht überdreht. Der nächste Punkt ist die Auswahl der Schraube. Verwenden Sie für Weich- und Sperrholz eine Taschenlochschraube mit Grobgewinde und für Harthölzer eine Schraube mit Feingewinde, damit das Holz nicht splittert. Nachdem Sie Ihre Schraube ausgewählt und Ihren Bohrer eingestellt haben, müssen Sie die Verbindung nun sichern. Hierfür gibt es mehrere Möglichkeiten. Bei einer flachen Verbindung wie Z. B. Einer Stirnwand- oder Panelverbindung verwenden wir eine Stirnwandklammer, um sicherzustellen, dass beide Seiten bündig miteinander sind. Für eine 90-Grad-Verbindung verwende ich gerne die 90-Grad-Zwinge von Craig. Damit ist sichergestellt, dass die Verbindung dort zusammengehalten wird, wo ich sie haben möchte, während ich meine Schrauben eindrehe. Beim Eindrehen der Schraube empfehle ich ein langsames und gleichmäßiges Tempo und achten Sie darauf, dass Ihr Bohrer eng am Material anliegt, damit der Bit nicht aus dem Schraubenkopf herausrutscht. Und schon haben Sie eine Taschenlochverbindung. Ich liebe Taschenbohrungen wegen ihrer Stärke, ihrer Schnelligkeit und ihrer Einfachheit bei allen Arten von Anwendungen.